Ja, keine Ahnung, dass nur dagegen anstinken. Okay. Also, ich will ja, ich habe es wahrscheinlich in dem ersten Part schon mal gesagt, Driver war eines der Wunschprojekte von mir. Als ich vor bald 3 Jahren, ja im April sind es 3 Jahre, als ich angefangen habe. Und ja, es war ja so, dass ich damals noch auf Facebook die Umfrage gestartet habe. Welches Spiel soll ich als erstes Let's Playen? Die Auswahl stand Zelda Ocarina of Time, Driver und ich glaube Rayman Legends. Weiß nicht, also Zelda Ocarina of Time war es dann, auf meinen Wunsch hin auch. Also es war auch mein Wunsch, das zu Let's Playen. Aber es war schon offiziell so, ne? Und ja, dann habe ich Rayman Legends auch Let's Played, aber das wurde mir so zu langweilig, weil nur noch Missionen und Challenges, da habe ich das abgebaut. Vielleicht mache ich das mal weiter. Vielleicht, oder nur so sporadisch im Stream. Und Ocarina of Time und Driver, ne, Driver ist, also ich kann ja mal ein bisschen was von Driver erzählen. Driver war von Reflections, ne, der erste Hit, den man kannte. Also es war damals so, dass es wurde, also bekannt war GTA 1 und 2 waren bekannt. Aber ich kenne die Optik von denen, ne? Und Driver war doch das allererste Spiel, was man wirklich in 3D spielen konnte. Und ja, das war so genial. Also ich weiß noch, Freunde, ich und alle, wir hatten das und ja, es war einfach geil. Es war einfach geil. Und leider hat es den Erfolg nie wirklich fortsetzen können. Wo muss ich überhaupt hin? Kurz schauen. Nach Süden. Nein, nach Westen. Nach Westen. Und da fahre ich hin, am besten fahre ich zurück. Besser. Nein, am besten ist, ich fahre hier gleich nach rechts. Okay, das ist gut, das ist gut, gut, gut. Jo. Und wo muss ich jetzt hin? Ich sollte mich besser informieren. Ah, jetzt gleich wieder rechts. Und dann lang geradeaus. Ja. Lang geradeaus. Jo. Also, und ja, dann, also wirklich der direkte Nachfolger war ja Driver 2. Mit der Neuerung, man konnte Autos wechseln. Also man konnte aussteigen, ne? Es gab auch so Pseudo-Missionen, dass man, ja, man musste das Auto wechseln. Also meine, ob man es hier so einbaut, dass es sagt, es ist ein Cutscene, das Auto gewechselt hat, oder ob man dazu extra einen Knopf drücken muss und so. Ja, es war nicht mehr so ein Strichmännchen damals, quasi. Und ja, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr. Ich glaube, dann kam Grand Theft Auto 3 auch noch. Wow, das ist echt eine knappe Zeitbemessung hier, wow. Und ja, somit, also Grand Theft Auto 3 war natürlich, also gut, man muss schon sagen, ich weiß nicht, woran das lag. Ob Grand Theft Auto einfach mehr gehypt wurde von allen oder ob Reflections in die Scheiße gegriffen hat mit der Technik. Also Driver, weiß ich gar nicht mehr, wer das zuerst war, glaube ich. Also ich bin großer Fan von Driver, ne? Also ich bin zwar großer Fan auch von Grand Theft Auto, aber mein Gehirn. Scheiße, ich bin völlig falsch. F1. F1. Sorry. Bei der Farbe schrecke dann wieder speichern, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, und wie gesagt, mein Herz gehört Driver der Serie, ja. Also ich bin so immer ein bisschen der Underdog-Fan. Ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen der Underdog-Fan, wenn Spiele gut laufen. Und so ist es ja auch bei Paladins, ne. Also ich habe, als ich das erste Mal von Overwatch gelesen habe und gesehen, ich dachte, das ist das ein neuer Pixar-Film. Nein, es ist ein Multiplayer-Game. Ich dachte mir, wow, ne. Und dann, ja, ich will jetzt nicht haten, also ich mag ja Overwatch. Nein, ich mag es nicht, aber ich mag es schon. So eine Hassliebe. Ich habe es nie gespielt, habe es nie gekauft. Aber ja, also gut, man muss ja ehrlich sein, wenn heute irgendjemand streamt. Verdammt! Das bist du ein Arsch. Das ist ein Wichslappen, ey. Ich muss F1 drücken, ja. Also, ganz ehrlich, jeder nur, also gut, ich schaue ja öfters mal bei Let's Playerinnen, YouTuberinnen und Cosplayerinnen vorbei. Ne, also müssen die unterstützen. Natürlich auch alle anderen Kollegen. Und ja, 3/4 wird eben Overwatch gezockt. Und da habe ich ja nichts dagegen. Im Gegenteil, wenn es zugänglich ist und so. Und ja.
Aber ich bin eben mehr der Paladins-Fan, weil, also wie gesagt, kaum war damals Overwatch nur angekündigt, nee, alle haben das gehypt, nee, halbes Jahr lang gehypt, gehypt, Overwatch, Overwatch, das wird der große Hit, das war der, das geilste MOB-Game der Welt und so. Und ich hab einfach was gegen Hype, nee, ich hab einfach was gegen Hype. Und deshalb spreche ich mal kurz. Und ja, dann dachte ich mir, na gut, ich kaufe Overwatch nicht. Nein, das kaufe ich nicht. Schon gar nichts. So, nochmal saven. Also ich kaufe Overwatch nie. Werde ich wahrscheinlich nie kaufen. Entschuldigung, jetzt hier. Und dann habe ich gelesen zufällig von Paladins, sei ein Klon, böse gesagt ein Klon. Aber ehrlich gesagt ist mir das so Wurst wie Jacke und Hose, weil ich habe gerne Klonspiele, wenn sie danach noch günstiger oder gar kostenlos sind. Ne? Also ganz ehrlich. Und ja, das ist dann so. Also ich kenne nicht viele, die Paladins zocken, aber ich kann es sehr empfehlen. Man kann das Epic Founder Package kaufen und so hat man eigentlich immer... Doch, hier muss ich durch. Immer... die neuesten Skins schon, also die neuesten Figuren, ohne dass man sie lang freischalten muss mit Ingame-Währung, also man muss ja nichts bezahlen, also man kann sie freispielen und mit dem Founder Package hat man sie schon reserviert. So, ich speichere. Nein! Ich hab falsch gedrückt. Ich hab falsch gedrückt. Okay, das schaffe ich ja wieder. Kein Problem. Sorry. Fail. Und so war es auch bei Driver, ne? Ich muss ganz ehrlich sein, als man Driver sah, ich und Kollegen, wir haben so Driver gesucht, ne? Und ja, Grand Theft Auto kannte man auch, aber wie soll man das sagen? Es war einfach so, dass Driver bekannter war. Und bessere Technik und Grand Theft Auto hatte einen cool Status damals schon, aber mehr so. Ja, es wäre eigentlich gut, dass es nicht so eine Kack-Optik hätte. Also, offiziell natürlich nicht, das hat niemand offiziell gesagt, aber es war schon ein bisschen so, ne? Aber, gut. Und seitdem Grand Theft Auto dann 3D wurde, wurde es natürlich dann auch gehypt. Und, ja. Leider ist dann... Driver in der Versenkung verschwunden, aber ich weiß eben bis heute nicht, ob das wegen dem fehlenden Hype war oder wegen dem schlechten, so Anführungszeichen, ja gut, wie gesagt, Driver 2 war noch geil, dann folgte, ja, ich weiß jetzt wieder, ja, dann folgte Driver 3, chronologisch. Ich spreche kurz, muss ich wieder zurück, alles zurück? Ne, ich muss dahin. Hä? Wo ist denn das? Okay. Das ist jetzt, hart. Ich muss nach Osten. Dann gehe ich mal geradeaus. Und ja, es war so. Driver 3 war leider, wenn man es nicht so richtig sagen will, griff ins Klo. Ne, griff ins Klo. Driver 3 für PlayStation 2 war ein Griff ins Klo. Und ich würde es mal gerne, ich weiß nicht, ob ich es let's testen soll oder let's playen, weil... Also es ist absolut wert, dass ihr das mal sehen würdet. Also gebt mal Google ein oder YouTube, Driver 3, let's play oder so, Gameplay, egal. Und für, ich muss hier echt schauen, wo ich hin soll. Ich glaube, ich gehe einfach der Route lang. Also von der Fahrphysik. Und von allem, es war Gran Turismo-mäßig geiles Fahrgefühl. Und wenn man zum Beispiel, ja, es war natürlich ein bisschen von Grand Theft Auto abgeschaut dann. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Aber man kann zum Beispiel fahren. Also es war einfach Grand Theft Auto 3 mit etwa einfach dreimal bessere und realistischer Grafik. Ne? Richtige Charaktermodelle. Nicht so Polygonansammlung wie bei GTA 3. Dann haben sie namhafte Sprecher auch gehabt. Also gut, ich meine, es war ja, wenn man so konkurrierend schauen möchte, war es ja der direkte Konkurrent von Grand Theft Auto Vice City.
Wer das kennt, Vice City, weiß, dass ich meine das. Also, Grand Theft Auto Vice City ist neben... Ja, es gehört zu der engen Auswahl meiner absoluten Lieblings. Grand Theft Auto. Also GTA, ich sage eigentlich GTA, ne? Ich kenne das ja. Und ja. Aber im Gegensatz, wirklich, man kann zum Beispiel mit Handfeuerwaffen aufs Auto schießen. Und es hinterließ genau dort, also die Autos, ne? Die Automodelle, die waren nicht so einfach nur so, fährst wie bei GTA ein bisschen in was rein, oh, irgendwo fängt es an zu qualmen. Nein, das war so geil gemacht, das war komplexes, nachvollziehbares Schadenmodell. Ne? Es fiel das ab, wo man hineinkrachte und es war einfach so geil. Und es wurde dort auf den Zentimeter virtuell genau ein Einschussloch gemacht, wo man hinschoss. Ne? Das war... Und ja, also wenn ihr mal Bock habt, wenn euch mal langweilig ist, mein Let's Play, dann gebt auf Google ein Driver. Ne, ihr seid nicht überrascht, es ist Driver mit 3 statt E geschrieben. Ne, also ist ein Pusekuchen, aber tut euch das mal an. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Leider ist es ziemlich verpackt. Ja, ganz ehrlich, das war der Todesstoß. Es ist verpackt. Es ist verpackt. Und damals gab es noch keinen Download-Content. Und zum Beispiel die Hauptfigur, wenn man langsam läuft, ne, also wenn ihr bei GTA langsam läuft, dann ist so richtig Swag, ne, ist richtig Swag. Aber läuft ihr bei Driver 3 herum, dann sieht aus, als hätte der... Wunden Popo oder ich weiß nicht, aber nicht schön zum Anschauen. Und dann ist noch schlimm, es gibt eine Schlussmission, die Final Mission, dort muss man die Hauptantagonistin muss man dort erwischen. Und ja, die verfolgen, also die haben ja fast komplette Städte im Spiel einprogrammiert, ne? Also ich glaube wirklich komplette Städte und nicht so wie bei GTA, also ansatzweise, sondern wirklich, man erkennt die Städte wieder, also das ist wie Uncharted, sieht das aus, ne? Voll realistisch gemacht und gebt euch das mal, aber wie gesagt, leider war es dann so, und das habe ich auch selber erlebt, das Spiel ist so immer mehr verpackt. Je weiter man spielt, desto mehr verpackt ist es. Und das ist auch der Todesstoß des Spiels. Und ich habe hier gerade... Ist total verfranst. Oder? Nein, hier geht's lang. Ach, nervt man nicht. Und wenn man dann nur so eine gefühlte Stunde eine Gegnerin, der weibliche Boss, die Bossin oder ja, egal. Entschuldigung. Durch eine ganze Stadt jagt, ne? Und Gott, ey, das war schon... Warte mal, ich muss gegen Osten, oder? Ne, ich muss gegen Westen. Ich bin ja richtig. Nein, hier muss ich links. Hier muss ich raus. Kommt mich mal, ich muss hier raus. Bin ich jetzt richtig? Wo wir fahren hin? Nee, ich bin total falsch. Das ist ja mal geil. Ja. Ah, kein Zeitdruck. Das ist nice. So, dann fahr mal rückwärts. Ja, und es gab dann so ein böses Easter Egg, dass man Timmy Versetti. Haus finden konnte, und das ist natürlich eine Anspielung auf Tommy Versetti aus Vice City, und ja, den kann man bekämpfen, der läuft rum, ja, mit einem Hawaii-Hemd und so, weiter nichts Tragisches, er hat ein Maschinengewehr, wartet im Garten, man kann ihn erschießen, weiter nichts Tragisches, aber das Easter Egg ist, er trägt Dreamflügel, weil eben Tommy Versetti in Vice City nicht schwimmen kann.
Blabla und so weiter. Ist ja Sonic the Hedgehog, ne? Und das Blöde am ganzen Easter Egg war aber nur, dass der Charakter in... das war ja das Fiese, dass der Charakter, also Tanner, dass er auch nicht schwimmen kann. Also der geht genauso unter. Ja, der geht genauso unter. Tja, das ist ein Easter Egg, das ein bisschen nach hinten losgeht. Aber gut. Das war die Geschichte. Aber ansonsten kann ich das Spiel jedem empfehlen. Schaut einfach über diese Bugs. Ich meine, ich zocke jetzt ein bisschen Sonic und da lernt man Bugs zu übersehen. Aber ja. Nee, also man kann auch Autos frei spielen, indem man sie entdeckt, findet. Alter, wie viele sind hinter mir? 3. Wow. Und man hier ein bisschen... Ah Gott! Ich kann eigentlich nicht fahren. Ja, okay. Gangbank nicht, genau. Gangbank nicht. Wenn man sich die Zufahrt findet... Ah! Das läuft so nicht. Nein, das läuft so nicht. Das läuft so nicht. Jo! Und die Autos sind auch wirklich... Also man... kann wirklich sein, dass die Autos, die Städte sind für PlayStation-Verhältnisse extrem gut gelungen. Das ist einfach die Wahrheit des Spiels. Jo, wollte ich jetzt mal losgeworden sein. Also wirklich, geht mal auf Google, gibt... Also damals war es sogar noch so, es gab eine Entwickler-Homepage von Driver 3 und man konnte schauen, die Autos anwählen und draufklicken und dann wurden die ramponiert. Das sah auch so geil aus. Ja, es sieht auch geil aus. Ich kann nicht anders sagen, für damalige Verhältnisse extrem geil. Jo, und ja, so böse gesagt. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, dass man nie offensichtlich sah oder nie so merkte, dass Driver die Serie eigentlich ja GTA nachmachen wollte. Haben sie eigentlich nie richtig so gemacht. Nein, das muss man ihnen hoch anrechnen. Also nicht so wie bei Sonic und Mario. Immer, ja, besser, besser, besser. Sie haben ihr Ding gemacht und ja. Aber leider. Tja, schade. Dann glaube ich kam... Das mal schafft es, oder? Musst du mir in die Quere fahren, du Assi. Tja, dann kam... Gott, wie sind wir hier? Ah, bringe ich halt durch. Und halt Damage. Wenn sonst nichts tut. Tja. Ich muss mich kurz konzentrieren. Entschuldigung. Wo muss ich hier hin? Gott, wo muss ich hier hin? Ja, nerv halt. Oh, danke, ich habe ihn abgehängt. Wo muss ich jetzt hin? Ah! Okay. Ich speichere noch nicht. Nein! Das ist mir zu... Oh, schön. Danke. F6. Und einen Schluck. Also, das war die Geschichte von Driver. Und dann geht's weiter mit Driver Parallel Lines. Ja, ich zock hier. Ja, ich zock hier Driver. Kann nicht darüber reden. Driver Parallel Lines. Und das war meiner Meinung nach eines der besten. Denn Driver Parallel Lines spielt in zwei Zeitepochen sogar. Man spielt einen jungen Mann, lebt, also das spielt irgendwie in den 70ern, ne, Drogen und Alkohol und alles, wie heute. Und ja, ich erkläre es euch jetzt nur kurz, weil es ist auch eine spannende Geschichte. Nein, ich werde euch nicht den ganzen Storyverlauf erzählen. Also man spielt in den 70ern, ne, das Setting, alles ist wie in den 70ern, auf dem Tachometer, im Auto und alles so geil gemacht. Dann kann man Autos natürlich wechseln, es ist auch GTA. Und man kann in die Garage kommen, des Bruders, wo man auch lebt und arbeitet.
und dort das Auto speichern, aufwarten. Ja. Und storyverlaufmäßig. Entschuldigung. Storyverlaufmäßig ist es dann so, dass man. Wie soll ich das sagen? Dass man. Ja. Hintergangen wird. Man wird beschissen. Mhm. Nicht schön. Und wo sind wir jetzt überhaupt? Sind wir schon in New York? Ist ja egal. Sehr englisch. Ich nehme auch mal den ersten. Ah, Mann. So. Ja, das ist die Story von Grant. Und was labe ich hier durcheinander, Mensch? Ich bin mir ja völlig aus dem Konzept.